Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zu Ja, wir müssen auf YouTube. Wenn es um Musik geht, es ist schon spät, 2:15 Uhr, wir sind hier mitten im Livestream. Ich habe kaum noch Puste in der Pumpe, in der Lunge drin. Die Pumpe ist auch nicht mehr so richtig nach der Herzmuskelentzündung. Aber es wird langsam wieder. Ich habe zwar den halben Tag geschlafen und versucht, so wenig zu machen wie möglich, aber ich habe es jetzt hier in die Nacht verschoben und bin gerade im Livestream mit einigen der Zuschauer. Wir sind eine süße kleine Runde von 54 Leuten. Mittlerweile, wie gesagt, es ist 2:15 Uhr. Ich erwarte nicht viel. Ich habe nichts angekündigt, weil ich das gerade hier Ganze teste. Und wie ihr seht, bin ich nicht im Studio, sondern zu Hause hier in unserem Arbeitszimmer. Da hinten seht ihr die Schmink- und Schreibtischecke von Dana, wo sie auch immer ihre Videos dreht. Wer ihren Kanal abonniert hat, hat das Ganze vielleicht schon mal gesehen, aber nicht von hinten, also Backstage. Ja. So, also wir fangen mal an. Es hat sich hier eine im Chat, die Burju hat sich gewünscht, ganz, ganz dringend mit einigen Euros hat sie mich hier bestochen, dass ich hier unbedingt Loredana und Angst noch machen soll. Und deswegen mache ich das jetzt. Wir dürfen jetzt umschalten. Kriege ich das hin? Ja. Folgt mir bitte auch auf Instagram. Da mache ich dann die Ankündigung in Zukunft für die Livestreams. Das werde ich immer auf jeden Fall auf Instagram machen. Da ist man immer am schnellsten, geht es am schnellsten. Genau. Und am direktesten. Los geht's. Loredana, Angst. Ich bin gespannt. Ich habe die Nummer noch gar nicht gehört. Immer nur so Snippets gesehen. Das ist ein Sidechain, wenn so die Lautstärke weggeht. Die Angst in euren Augen, ja, ich seh das. Jeder Schritt, den ich mache, ohne Fehler. Ja, ich bin so wie immer wieder Thema. Jeder Tag ein Skandal, doch wie steht das? Check den GQ, 300 IQ. Bin wie G-Unit und nicht wie du. Ein Beat von Mixu, ich muss nichts tun. Nur paar Wörter machen dein Leben zum Bitch-Move. Ohne mich geht nicht über wieder Minus. Geht und deutet euch auf meinen Nacken, Ballen. Jeder Tag ein Skandal, bring die mir. Und du fragst, was ich mach, das ist Fakt, alles klar. Fick die Bild-Zeitung, fick die Blick-Zeitung. Und die 20 Minuten such wieder irgendeinen Grund. Nur wieder was zu schreiben, pack mein Bild auf diese Seite. Aber alles gut, solange eure Auflagen steigen. Die Angst in euren Augen, ja, ich seh das. Jeder Schritt, den ich mach, muss auch ein bisschen gönnen, oder? Ja, ich bin so wie immer wieder Thema. Jeder Tag ein Skandal, doch wie steht das? Die Angst in euren Augen, ja, ich seh das. Jeder Schritt, den ich mach, ohne Fehler. Ja, ich bin so wie immer wieder Thema. Jeder Tag ein Skandal, doch wie steht das? Geil. Ist fett. Meine Fresse überall auf dem Titelblatt. Ist ein Zeichen dafür, dass ich alles richtig mach. Wenn ich will, gibt es echt einen Beef, keine Kissen schlag. Ja. Ich bin anders als die anderen und sie wissen das. Blitzlicht, Showtime, 1:30. Alle da, denn sie wollen mein Style. Safe mit dir auf keinen Fall, weil ich ganz genau weiß, dass du morgen wieder schreibst. Und an alle YouTuber und Zeitungen, ohne mich hättet ihr letztes Jahr nicht anderen so viel Geld gemacht. Aber kein Problem, ich hab den Kuchen und ihr könnt gerne die Krümel haben. Ihr könnt hey. Alle weiterreden, aber nicht so schlimm. Hatte nichts mit dem Rapper, der in meinem Video ist. Hatte nichts mit dem Rapper, der auf meinem Feature ist. Hat's war Zeit, ne? Zu dein, weil du ein Niemand bist. Sie sagen, ich benutze Handa nur als Waffe und stellen tausend Fragen, wo ich bin und was ich mache. Alle so wie immer, es gibt keinen, den ich hasse. Hab Gott auf meiner Seite, brauch nur ihn gegen alle. Und dann Musik, du bist der Vater meiner Tochter. Also lass mal eure Kommentare, mach mal locker. Wird den Vater meines Kindes niemals in den Dreck ziehen, weil es sowas wie Erziehung und Respekt gibt. Die Angst in euren Augen, ja, ich seh das. Ey, das war meine Aussage. Ich mach ohne Fehler. Ja, ich nice. Bin so wie immer wieder Thema. Jeder richtig Tag nice. Ist Skandal, doch wie steht das? Die Angst in euren Augen, ja, ich seh das. Jeder Schritt, den ich mach, ohne Fehler. Ja, ich bin so wie immer wieder Thema. Jeder Tag ein Skandal, doch wie steht das? Ey, richtig Paparazzi hier. Geil, richtig geile Nummer, Alter. Mega geil. Ich habe die ja noch gar nicht gehört. Richtig starkes Ding. Ich hatte nur so ein bisschen genau über das, worüber sie hier spricht, die Skandale mitbekommen, dass sie eben hier mit Musik und da sich gegenseitig damit den Songs verteilen und dissen würden und Musik geantwortet hat und lala und hin und her und so. Dann finde ich stark, dass sie hier noch so ein Statement daneben raushaut.
dass er eben der Vater ihrer Tochter ist und wird sie niemals einen Dreck ziehen. Und dann noch ein Bild von den beiden in dem Herzchen drin. Das ist ja wohl, also deutlicher geht's ja wohl gar nicht. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen schon mitbekommen, was das für Songs waren, und es hat noch ein paar Leute auseinandergepflückt. Ich habe die nicht komplett gehört, aber dann diese ausgepflückten Szenen. Es wirkte doch schon sehr stark so, als ob die sich ja dissen würden. Ob das jetzt PR war oder die so ein bisschen da rumprobiert haben oder so ein bisschen andere und hin und her. Naja, am Ende ist ja geil für uns alle, weil wir dann eben was zum Reden haben und eben vielleicht dann auch unseren Hack davon mit abbekommen. Wie zum Beispiel eben diverse Zeitungen wie Bild, Blick oder 20 Minuten. Die gibt es nur in der Schweiz, aber natürlich kann man das online auch die 20minuten.ch abchecken, so die Klatsch und Tratsch, naja, nicht Klatsch und Tratsch, eigentlich so ein bisschen wie die Bild der Schweiz. Ja, aber starker, kommen wir zurück zur Musik, starker, starker Song, finde ich, macht richtig Bock, richtiges Baller-Beat-Ding, also im Club kann ich mir das richtig geil vorstellen, einfach weil es schön nach vorne geht. Man muss sagen, wenn man überlegt, wie Loredana noch am Anfang gewirkt hat, also nicht nur das Aussehen, wirklich auch so Attitude, Charisma, so, es hat sich richtig krass verändert. Also ihr steht dieses Stardom-Ding richtig gut. Ich finde, sie hat sich richtig stark entwickelt, wird immer, immer größer, immer besser. Sie kann das richtig gut. Das hat eigentlich meiner Meinung nach eigentlich amerikanische Ausmaße und sie könnte ein riesen, riesen Ding werden, wenn das Ganze einfach noch in einer anderen Sprache wäre, auf Englisch. Hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum muss man immer ein bisschen aufpassen. Es gibt Menschen, die sagen, Deutschland möchte keine Helden. Das kann man dann auch eben darauf weiter transportieren, dass sie auch keine Stars haben möchten. Es gibt ja immer diese Behauptung, auch die Stars, man merkt, dass sie werden einfach anders behandelt in Deutschland. Man möchte die auch nicht so groß haben. Die zeigen sich auch nicht so groß wie in den USA und so, ne, mit dem Geld und den ganzen Reichtum und so weiter und so weiter. Finde ich nicht ganz nachvollziehbar, ein bisschen schade tatsächlich, weil das ist ja genau das Entertainment. Man hat ja dann genau dieses Unterhaltung, man kann was gucken, es ist cool, es macht Spaß und naja. Aber gut, also Loredana, finde ich, macht das hier sehr, sehr geil und sie wird immer besser und immer stärker. Die Videos richtig krass. Der Beat hier von Rhymes und Miksu, sie sagt es ja selber im Video schon, sie braucht einfach nur einen Beat von Miksu und sie macht ein paar Wörter drauf fertig. So wirkt es, ehrlich gesagt. Und das Ding ist einfach immer Killer. Und das heißt einfach, da haben sich welche gefunden, wo es funktioniert. Ob da jetzt nochmal ein, zwei Leute dann mit dabei sind, helfen oder sonst irgendwas nochmal ein bisschen in eine andere Richtung ziehen, ist ja wurscht. Das ist aber auf jeden Fall schon mal die Killer-Kombo überhaupt. Das wissen wir aber schon länger. Wir haben ja schon ein paar Songs da mitbekommen. Also hier am Anfang, wovon der ganze Song irgendwie dann auch lebt, ist dieses Vocal Sample, vermeintlich ist es vielleicht sogar ihre eigene Stimme, wo sie das singt, sehr, sehr stark hier mit einem Sidechaining-Effekt, also diesem Ducking nennt man das auch, wo die Lautstärke dann immer so runtergeht. Ne, so wie so ein Pumpen. Und dann eben dieser Schrei-Sample, der ist aber, das ist aber schon bekannter, wurde schon öfter benutzt, oder vielleicht haben sie es auch nachgebaut, so ähnlich irgendwie nochmal gemacht, wie man das kennt. Sehr, sehr cooles Ding, aber was halt richtig abgeht, ist einfach der Flow, der Rhythmus, der hier gespielt wurde, der von den Drums, das treibt das Ganze so richtig nach vorne. Jeder Schritt, den ich mache ohne Fehler, ja, ich bin so wie immer wieder Thema. Jeder Tag ein Skandal, doch wie steht das? Check die GQ, 300 DQ. Auch geil, dass der Producer-Tag, wo sie dann Miksu sagt, auch genau drüber kommt, die Aufnahme. Miksu, sehr geil. Sehr, sehr schönes Detail. Da sieht man, dass da detailreiche, arbeitende Menschen da Wert darauf gelegt haben und es reingesetzt haben. Richtig, richtig schön. Also, es wirkt wie ein vorne Floor-Beat, ja, weil die Kick tatsächlich
immer hier schön auf alle vier Zählzeiten des Viervierteltaktes kommen. Ist aber auch mit dem Wechsel zur Snare, ist es dann doch eher so ein Dembo-Rhythmus, würde ich sagen. Ich muss nichts tun, nur ein paar Wörter machen dein Leben zum Bitch-Move. Ohne mich geht jetzt über wieder Minus. Geht und deutet euch auf meinen Nacken Valentinus. Ne, an dieser Tonlage, das ist auch der Grundton des ganzen Beats. Da befindet sich auch das Vocal Sample und sie ist dann auch immer wieder gerne drin mit ihrem Sprachgesang. Deswegen wirkt das Ganze auch sehr, sehr harmonisch, sehr musikalisch und ist dadurch auch sehr eingängig, weil es sehr mainstreamig, fast poppig schon ist, aber nur fast. Sehr, sehr cooles Ding auf jeden Fall. Nochmal zurück zum Dembo, zum Rhythmus. Dembo nicht so richtig, weil eine Snare, die kommen müsste, um das so einen ganzen Dembo-Rhythmus zu machen, die kommt immer nicht, weil sonst wäre es bumm, gucken, gucken. Aber ist es nicht so ganz. Aber ja, es ist irgendwie so dazwischen irgendwo. Aber sehr cool. Also macht richtig, richtig Bock. Die Drum-Samples, die ausgewählt wurden, auch wirklich sehr, sehr schön. Geil. Ich habe die Nummer wirklich noch gar nicht gehört. Jetzt weiß ich, warum der Hype so groß war, als ich das auf Social Media mitbekommen hatte. Ist einfach eine fette Nummer. Die Angst in euren Augen, ja, ich sehe das. Jeder Schritt, den ich mache, ohne Fehler. Ja, ich bin so wie... Ne, hier auch mit so einem Filter auf den Drums und auch auf den Instrumenten, glaube ich, hier in diesem Pre-Chorus-Part. Jeder Schritt, den ich mache, damit das so im Hintergrund Fehler. Ist. Ja, ich bin so wie immer wieder Thema. Jeder Tag ist immer wieder Thema. Jeder Tag oh, ist... sie hat ja hier auch eine Melodie, wo sie... Da ich bin... Thema. Da ist noch ein Instrument, das Ganze sehr, sehr leise genau die gleiche Melodie auch mitspielt und unterlegt. Witzig, dass ihr iPhone komplett Spider-Man hier ist, oder? Ist komplett gecrackt hier, wenn ich es richtig sehe. Schauen wir nochmal genau hin. Ja, doch, da sind fette Cracks auf jeden Fall drin. Also hier ist nochmal so eine Melodie mit unter ihrem Gesang. Ja, ich bin so wie immer wieder Thema. Jeder Tag ist ganz... Ich überlege gerade, ob es den ganzen Part lang ist oder nur bei dem einen Satz. Ich sehe das, jeder Schritt, den ich mache ohne Fehler. Ja, ich bin so wie immer wieder Thema. Jeder... Ich höre es nicht ganz raus, ich glaube, es läuft sogar die ganze Zeit, das ist immer so... Sehr geil auf jeden Fall. Kein Skandal, doch wie steht das? Die Angst in euren Augen, ja, ich sehe das. Jeder Schritt, den ich mache, ohne Fehler. Ja, ich bin so wie immer wieder Thema. Jeder Tag ein Skandal, doch wie steht das? Meine Fresse überall auf dem Titelblatt. Geil, ist richtig, richtig Club, richtig Disco, richtig Party, richtig fett einfach. Fette, fette, geile Nummer, richtig geil. Danke an Burjo hier aus dem Live-Chat, sonst hätte ich die Nummer wahrscheinlich echt nicht mehr heute angehört, weil es ist einfach schon 3:30 Uhr morgens. Vielen, vielen Dank, 7,7 Millionen, oh mein Gott. Wahnsinn, Daumen nach oben, wir gucken mal hier produktionstechnisch, also Rhymes und Mixu. Übrigens tontechnisch fantastisch, würde ich auch gar nichts bemängeln wollen. Einfach ein sauberes, fettes Stück Arbeit hier. Gutes Ding. Mix und Master steht nirgendwo. Wenn ich es übersehe, dann tut es mir leid. Ja, geil. So, also, es ist Thumbnail Time. Das reicht aber für heute. Dann kann ich vielleicht auch bald schlafen gehen. So, okay. Leute, vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen vielen Dank hier in den Live-Chat. Ich werde die nächsten Male das auf jeden Fall mit dem Stream richtig und länger ankündigen. Und es wird nicht nur Deutsch-Hip-Hop-Streams geben, natürlich. Aber ich wollte das hier jetzt einfach mal testen und hoffe, euch hat das gefallen. Und alle anderen, die jetzt nicht im Stream waren, nicht traurig sein. Nee, das, wie gesagt, es wird nochmal kommen. Und ja, nicht vergessen, abonnieren. Und Glöckchen an für den Ehrenmann. Vielen, vielen Dank und tschüss.